Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute mit euch in den Austausch treten kann und bin natürlich auch ganz gespannt, was ihr in den Unternehmen jetzt gerade nochmal macht. Und der Austausch findet ja immer gegenseitig statt und alle lernen ständig voneinander. Ich würde mal auf die Bildschirmpräsentationsmodus gehen. Könnt ihr es sehen jetzt? Ja. Okay, wunderbar. Gut, meinen Werdegang überspringe ich fast, sage ich jetzt mal. Vielleicht nur so am Rande, die ZRU hat sich mit Energie- und Umweltanwendung beschäftigt. Also die war sozusagen das Ingenieurbüro, das Planungsbüro. Und die KEWOG Energie und Dienste hat die ganzen Contracting-Anlagen gebaut und dann am Ende auch mit Kommunen sehr viel Stadtwerke und solche Dinge gegründet. Daher war der Schwerpunkt immer ein bisschen Energie. Und wie komme ich überhaupt zum Thema Nachhaltigkeit? Ich habe ja bei Stefan Triesdorf seinerzeit Umweltsicherung studiert und ich wollte selber auch wissen, ob die ganzen Projekte, die wir im Nahwärmebereich realisieren, also jetzt nicht nur die eigenen, sondern auch von anderen, ob die überhaupt nachhaltig sind oder nicht. Und dafür habe ich seinerzeit mit dem Umweltbundesamt und mit der Uni Leuphana-Lüneburg ein Nachhaltigkeitsbewertungssystem entwickelt, was jetzt heute auf Neudeutsch auch Nachhaltigkeits-Impact-Messung sozusagen darunter bekannt ist. Und Schwerpunkt war eben erneuerbare Energien, aber eben auch Windkraftprojektentwicklung und auch Kreislaufwirtschaft. So ein bisschen zur Agenda, die sieht ein bisschen anders aus, wie ihr es vielleicht kennt. Und zwar hangel ich entlang, weil wir gucken uns ja an, hey, wie kriegen wir die Transformation in Unternehmen hin? Wie kriegen wir das sowohl mit digitalen Methoden, aber auch mit uns selbst, mit uns Menschen auf der mentalen Ebene hin? Und ich orientiere mich von der Gliederung her an dem PDCA-Zyklus, der in den Management-Normen stattfindet. Jetzt hätte ich mal eine Frage an euch. Wer hat denn in seinem Unternehmen oder in seiner Laufbahn schon mal zu tun gehabt mit einem Qualitätsmanagementsystem nach der ISO 9001 oder Energiemanagementsystem nach der 50.000er-Reihe, also 50.001 begonnen? Oder dann gibt es noch Umweltmanagementsystem 14.001 oder EMAS, EMAS Plus jetzt auch, was die soziale Dimension noch mit berücksichtigt. Da gern mal die Hand heben. Ja, ich sehe schon, die Finger gehen nach oben. Also sind dann doch einige, die damit schon zu tun haben. Und beziehungsweise eigentlich gibt es bald kein Unternehmen mehr, die sich da nicht dran orientieren. Auch kleine und mittlere Unternehmen haben meistens zumindest ein Qualitätsmanagementsystem nach der ISO 9001, weil halt da eben auch der Druck entsprechend groß ist und auch das Rating, das man sich zertifizieren lässt, steigt ja dann auch immer. Von daher ist der Vortrag ein bisschen nach dem PDCA-System gegliedert. Jetzt mache ich mal ein bisschen was zu, dass ich meinen Bildschirm mal wieder sehen kann. Kann man da schließen. Und ich glieder das auch so ein bisschen nach den Dimensionen der Nachhaltigkeit. Und im Endeffekt, was bieten wir als Hochschule an? Wo unterstützen wir Unternehmen? Also sprich bei der ökologischen Dimension der Nachhaltigkeit geht es halt um die ganze Beratung und Handlungsempfehlungen, aber auch Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen zum Thema Klimaschutz, Energie, Ressourceneffizienz, aber auch Biodiversität und SDGs insgesamt. Bei der Ökonomie eben, aber hier auch, was wir ganz viel zusammen machen mit der Wirtschaft, sind wirklich auch gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Da nutzen die Unternehmen und Hochschulen eigentlich sehr gerne, weil wir in jedem Projekt, das wir mit einer Firma zum Beispiel machen oder auch mit mehreren Industriepartnern, immer auch Studierende einsetzen, sei es in Form von Bachelor- oder Abschlussarbeiten. Hat den Charme, man zieht sich so quasi seine Nachwuchskräfte gleichzeitig ran und kann dann natürlich viel tiefer in Themen einsteigen, als wenn man das ganz normal, ich sage jetzt mal, nur extern vergibt, einfach auch von den Stunden, die ja dann zusammenkommen. Beispiel in dem Projekt Deno, das ich dann noch zeigen werde, da haben wir, ich glaube, insgesamt über 30 Abschlussarbeiten laufen und laufen auch Promotionen. Also von daher ist es dann immer schon sehr tiefgehend und es sind ganz viele Leute beteiligt. Also nicht nur meine Wenigkeit,
Allein ging das gar nicht. Gut, also der PDCA-Zyklus läuft nach Plan Do Check Act ab. Und dann in der ökologischen Dimension habe ich euch ein paar Beispiele schon genannt gehabt. Ökonomie, klassische Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, aber auch das Benchmarking, das ihr sicher kennt. Dann aber, was vielleicht noch nicht jedem geläufig ist, unter der sozialen Dimension packen wir das Coaching rein, auch wirklich mit mentalen Methoden. Also wir machen wirklich auch Einzelcoachings oder auch Gruppencoachings mit den Menschen, wo wir dann wirklich auch an tiefgreifende Themen rangehen. Ich nenne nur ein Beispiel. Solange ich keinen Selbstwert habe, werde ich mich immer über materielle Dinge im Außen ja, aufwerten oder ich versuche es zumindest. Sobald ich aber meinen wirklichen Selbstwert habe und mein wahres Sein erkannt habe und auch meine Sinnhaftigkeit, also mache ich die Dinge, die ich tue, mit Liebe und mit Leidenschaft, brauche ich das im Außen gar nicht mehr. Und wieder die Prozesse hingehen und wie man sozusagen wirklich eine eigene Transformation durchmacht. Man kann sich das echt so vorstellen, ihr löscht quasi eure Festplatte mit allen alten Glaubenssätzen, die ihr von Eltern, Umwelt und so weiter eingetrichtert bekommen habt, schon als klein auf. Ganz viele Menschen oder eigentlich jeder hat Baustellen aus der Zeit. Und das aufzulösen und dann zu formatieren und quasi neue Muster ja, speichern. Also quasi wirklich Festplatten formatieren und neue Programme aufspielen. So funktioniert das ganze Coaching. Und das ist wirklich sehr beeindruckend, was man damit erzielen kann. Aber da später mehr. Und dann eben Nachhaltigkeits-Impact-Messung hatte ich gerade schon angesprochen, habe ich ja im Rahmen meiner Dissertation schon begonnen. Und das haben wir eben weiterentwickelt an der Hochschule für verschiedene Bereiche. Und hier wäre für die Unternehmen wahrscheinlich der Bereich Betrieb sehr relevant. Und dann auch, wie man das ins CSR oder CSRD-Reporting einbindet. Und was ich euch noch als Schmankerl mitgebracht habe, ist, dass wir ein aktuelles Forschungsprojekt haben, wo wir lokalen und regionalen Zertifikatehandel mit Unternehmen aufbauen. Und da würde ich gern von euch noch ein paar mit einladen, dass ihr euch damit beteiligen könnt. Gut, dann schauen wir mal, soweit. Also nach dem PDCA-Zyklus läuft es grob ab. Planetaren Grenzen gehe ich nur kurz ein. Die wisst ihr sicher, dass die 6 von 9 Stück bereits überschritten worden sind. Ich will nur vielleicht auf die ganz links oben hinweisen. Biodiversität, die ist ja am dramatischsten überschritten. In den normalen Medien reden wir aber meistens nur vom Klimawandel. Ja, der Verlust an Biodiversität hat aber mindestens, wenn nicht noch viel verheerendere Auswirkungen als der Klimawandel. Daher gilt es dran, die wieder ja, auf die ursprüngliche natürliche Grenze zurückzuführen, dass wir die nicht mehr überschreiten. Und es ist aber auch machbar, ne? Also zum Beispiel, ihr seht, 3 von den beiden sind noch nicht überschritten. Und der Ozonabbau zum Beispiel, der wurde gezielt schon durch menschliches Eingreifen oder eben auch der Korrektur von Fehlern, Stichwort Verbot von Kältemitteln, auch wieder verbessert. Also da sind wir jetzt wieder im grünen Bereich. Also wenn wir Gas geben, dann können wir es schaffen. Bleibt uns eh nichts anderes über. Gut, hier kurz der PDCA-Zyklus, wie der Vortrag gegliedert ist und damit ihr auch seht, wie läuft es in die Managementsysteme und wie könnt ihr das, da ihr die Systeme oft eh schon im Unternehmen habt, diesen Transformationsprozess in eure bestehenden Managementsysteme integrieren. Also es läuft immer nach dem Zyklus eben ab. Plan, Vorbereitung, Ist-Analyse, Identifizierung von Maßnahmen zur Verbesserung, also bei Energie zum Beispiel Energieeinsparung, bei Umwelt, Einsparung von Ressourcen, aber auch Einsparung von Emissionen, dass man eben keine zum Beispiel CO2-Emissionen, aber auch zum Beispiel gasförmige Luftschadstoffe in die Luft abgibt, die zum Beispiel zur Versauerung beitragen. Do ist dann die eigentliche Umsetzung der Maßnahmen. Und Check ist quasi hier an unserem Beispiel der Nachhaltigkeitsimpact, wo man guckt, hey, was bringt die Maßnahme? Und was hat vielleicht die Akteure daran gehindert, dass sie es noch nicht gemacht haben?
Und dann eben Act ist sozusagen, wie reagiere ich auf die Ergebnisse, mache dann Handlungsempfehlungen an die Geschäftsleitung oder Organisationsleitung, um dann eben den Verbesserungsprozess kontinuierlich fortzusetzen. Also es endet quasi nie, es ist ein immerwährender Kreislauf. Ich habe euch ein paar Zahlen aus unserer Hochschule mitgebracht, weil weil ich da kein Datenschutzproblem habe. Und die Zahlen habe ich eben mit den Studierenden erarbeitet. Wir machen sozusagen das Energie-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement im Rahmen von Projektarbeiten mit den Studierenden. Hat den Vorteil, sie lernen es gleich, wie sagt man so, am lebenden Objekt und können das dann bei uns lernen und in der Wirtschaft dann anwenden. Und was ihr jetzt auf der Folie jetzt seht, ist unser vorläufiger CO2-Reduktionspfad. Hier sind Scope 1 bis 3 dargestellt. Also wir als Hochschule haben bei Scope 1 und 2, also bei den direkten und indirekten Emissionen schon einiges getan. Ihr seht ganz links, wir hatten früher zum Beispiel Erdgas und sind seit 2011 schon an einem Fernwärmenetz der Stadtwerke Landshut angeschlossen. Die haben ein Biomasse-Heizkraftwerk. Also die erzeugen aus der Biomasse, die sie aus Landschaftspflegeholz betreiben, also wirklich schlechtere Holzqualitäten, die nicht in die Bauindustrie gehen, Strom und Wärme und versorgen unseren ganzen Campus damit. Und dann haben wir noch umgestellt auf Ökostrom, Einkauf, aber zum Beispiel auch 170 kW PV-Anlagen für die Eigenstromernutzung und teilweise noch Einspeisung installiert. Und jetzt ist es noch angedacht, noch weitere 350 kW auf unseren Dächern zu installieren. Gut, und wir haben eben insgesamt die Handlungsfelder Energie und IT. Green IT ist zum Beispiel ein Stichwort. Mobilität, das ist quasi bei uns vor allem Scope 3 noch die größte Schwachstelle. Nur, dass ihr kurz eine Zahl habt, also für Mobilität, den ganzen Pendlerverkehr von den Studierenden und auch den Mitarbeitern zur Hochschule, haben wir noch ungefähr 3000 Tonnen CO2-Emissionen. Für den Betrieb vom ganzen Campus, also für Scope 1 und 2, Wärme und Strom, das sind ja immerhin 17 Gebäude, verursachen wir gerade noch mal 200 Tonnen CO2-Emissionen. Also Scope 1 und 2, das kriegen wir ganz gut hin. Da können wir auch immer noch weiter runterkommen. Und die Mobilität, da ist noch unsere Schwachstelle. Auch hier unternehmen wir natürlich einiges. Aber hier sehe ich am Ende des Tages noch keine hundertprozentige Reduktion, sondern hier würden wir am Ende auch mit Kompensationsmaßnahmen arbeiten müssen. Gut, ein paar Zahlen. Hier Strombedarf in unserem Campus. Da gehe ich jetzt aber ein bisschen schneller drüber. Einfach hier vom Vergleich. Hier sind erst die Jahreszahlen. Die kennen Sie wahrscheinlich alle noch aus auf euren Managementsystemen. Na? Und wenn wir uns vergleichen mit anderen Hochschulen, wo wir jetzt Hochschule stehen, beim Strombedarf sind wir von denen, die jetzt bisher Zahlen veröffentlichen, immerhin schon auf Rang 5. Also wir sind da unter den ersten 10 und haben hier auch schon einiges unternommen. Haben natürlich auch, wie viele Unis und Hochschulen, teilweise alte Gebäude. Bei uns ja quasi aus den, wann sind die gebaut? Für über 40 Jahren sind die ältesten Gebäude, also klassischer Waschbeton, der halt, ich sage jetzt mal salopp, noch in Cabrio-Bauweise mit viel Glas und wenig Isolierung errichtet worden ist. Und das sind natürlich im Bestandsgebäuden immer das Problem. Neue Gebäude, die wir errichten, die erfüllen natürlich frühere Energieeinsparverordnung, jetzt Gebäudeenergiegesetz. Gut, jetzt waren wir gerade schon bei der ökologischen Nachhaltigkeit, zum Beispiel Strom. Das machen wir natürlich auch für Wärme im Umweltbereich, Abfall, Wasser, Ressourcenverbrauch, soweit wir die Daten schon haben. Und bei der sozialen Nachhaltigkeit, da ist bei uns natürlich das Thema Gleichstellung und Diversität, aber auch gleicher Zugang zu Bildung, gleiche Bildungschancen und Möglichkeiten, egal welche Herkunft und Kultur. Und jetzt hier so ein bisschen nochmal der Anteil, wo wir noch viel ausbauen müssen, ist quasi der Anteil von weiblichen Professoren. Wir haben jetzt ungefähr 26% Frauen, die Professorinnen sind, und auch über 70% Männer.
Und hier wäre natürlich mittelfristig Richtung Parität angestrebt. Und ganz krass ist es halt in den technischen Studiengängen, da haben wir nahezu keine Frauen. Also Maschinenbau zum Beispiel ist gerade nur eine Frau. Ich zähle noch zur Hälfte zu dem Studiengang, also 1,5 Frauen. Und jetzt bei sozialer Arbeit zum Beispiel ist es umgekehrt und da bräuchten wir zum Beispiel mehr Männer. Und dafür tun wir noch einiges und machen Anreize und führen Maßnahmen oder auch Veranstaltungen in dem Bereich durch oder auch wirklich Projekte, um das zu unterstützen. Gut, hier einfach der Vortrag wird ja am Ende online gestellt. Da könnt ihr es euch ja dann auch mal in Ruhe ein bisschen drin schmökern, wenn ihr wollt. Deswegen gehe ich da manchmal recht schnell durch. Bei der Verwaltung, also ist es umgekehrt, also technische Verwaltung ist hauptsächlich männlich und kaufmännische Verwaltung und rechtliche Verwaltung hauptsächlich weiblich. Und wir haben halt sehr viele Frauen, die in Teilzeit zum Beispiel arbeiten und dann immer noch hauptsächlich die Kinderbetreuung machen. Also Elternzeit wird zwar angenommen, aber eben schon, wenn die Männer dann ein paar Monate. Hauptsächlich machen das aber immer noch die Frauen. Und man muss sagen, dadurch ist natürlich auch von der Bezahlung noch ungleich, weil Frauen halt dann oft nur in Teilzeit arbeiten und dann das Einkommen entsprechend geringer ist. Gut, also das waren ein paar Beispiele zur ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Jetzt gehen wir schon auf Umsetzung von den Maßnahmen. Und ich habe ja von digitalen Methoden gesprochen. Deswegen zeige ich euch jetzt einfach zwei Projekte, die wir eben umgesetzt haben. Also wir haben ein digitales Energiedatenmanagement aufgebaut in Landshut. Und das orientiert sich eben nach der ISO 50001, also nach dem Energiemanagementsystem. Und haben das erst über Cloud-Lösungen laufen lassen im Rahmen von dem Projekt Deno. Und haben auch verschiedene Liegenschaften miteinander vernetzt. Und Ziel ist eben, da wir, ich glaube, über 39 Energiezähler installiert haben am Campus, dass wir wirklich pro Gebäude und vom Gesamtcampus, aber auch bei großen Verbrauchern wie zum Beispiel Klimaanlagen, wirklich den Energiebedarf wirklich bis minutenmäßig ermitteln können. Und dann halt auch gucken, wo sind die größten Bedarfe über des Tages, wie können wir Stromlastmanagement betreiben, wie können wir es entlasten. Und wir finden dadurch halt auch die Schwachstellen, wo man Energie einsparen kann, noch mehr hier raus. Also das Energiemanagementsystem als solches wurde dann in dem Forschungsprojekt Deno, das heißt digitale Energienutzung zur Erhöhung der Energieeffizienz umgesetzt. Und hier haben wir wirklich im Dreibädereck verschiedene Liegenschaften, also an dem Beispiel Kläranlagen in verschiedenen Gemeinden, aber auch Verwaltungsgebäude und unseren Campus miteinander vernetzt, um hier Synergien zum Beispiel durch Sektorkopplung zu heben. Und da waren auch eine ganze Menge an Firmen beteiligt und Kommunen. Und das fiel aber voll in die Corona-Phase rein. Deswegen konnten wir nicht, wie ursprünglich geplant, die Hotels bearbeiten, sondern haben uns dann eben die Kläranlagen der Kommunen geschnappt, wo auch genügend Einsparpotenzial aufgezeigt wurde. Im Rahmen von dem Projekt Deno ist zum Beispiel ein Antrag entstanden, der basiert auf NILM. Ich sage jetzt mal einfach nur vereinfacht. Und zwar kann man durch indirekte Systeme möglichst weniger Zähler einsetzen, weil Energiezähler kosten ja auch Geld und kommt trotzdem auf die wesentlichen Aussagen. Und das wurde für den Wärmebereich entwickelt. Da hat Seelhof ein Patent dann beantragt. Und außerdem ist noch der Greenie entstanden. Der heißt grauer Energieindikator, der für Gebäudeplanung bereits eingesetzt wird, wo man dann eben wirklich genau guckt, bereits der Planung von Gebäuden, welche Treibhausgasemissionen verursacht der Bau der Gebäude. Also mit welchen Baustoffen kann man möglichst nachhaltig bauen und möglichst wenig Ressourcen einsetzen. Und für den Greenie gab es dann noch den BIM Award. Da ist auch Seelhof, die den vermarkten. Gut, und Efficio sitzt da unten. Das ist unsere Energiemanagement-Software. Mit der haben wir unsere ganzen Zähler vernetzt.
und können halt hier eben jetzt wirklich verschiedene Templates darstellen, also von jährlich quasi immer für die Benchmarks, aber auch wirklich auf Gebäude runtergebrochen, dass wir das auf die Quadratmeter umlegen können und gucken, wie viel wird pro Gebäude und wann benötigt. Und das wird dann immer weiter runtergranuliert und immer geht immer mehr in die Tiefe. Und das schaffen wir ja wirklich durch das digitale Energiemanagementsystem, wo wir halt dann wirklich aufzeigen können und genau ansetzen, wo wir noch einsparen müssen. Also eine Maßnahme war zum Beispiel, dass wir festgestellt haben, dadurch, dass wir Blockveranstaltungen in verschiedene Gebäude untergebracht hatten, haben wir sehr viel Energie verbraucht. Und durch das digitale Energiemanagementsystem und die Zusammenlegung eben von den Lehrveranstaltungen in ein Gebäude, konnte man über 15% Wärmebedarf zum Beispiel einsparen. Gut, ihr seht schon, dann durch das digitale Energiemanagementsystem lassen sich die Gebäude ganz gut, aber auch die verschiedenen Anwendungsbereiche gut miteinander vergleichen, sodass man auch hier im Endeffekt dann letztlich auch Vorgaben und Hilfestellungen geben kann und machen. Da ist dann ein klassisches Tagesprofil dargestellt von dem Labor, ne? Gehen wir mal noch mal ein bisschen schneller durch. Und hier zum Beispiel von der Kältemaschine, wo man dann eben gucken kann, wann braucht die am meisten Strom, die Anlage, und warum. Und dann kann man eben das abgleichen mit den Stundenplänen. Also wir gehen dann wirklich in die Raumoptimierung rein und gucken, wann heizen und kühlen wir, zu welcher Zeit, wann können wir runterfahren, und haben damit auch schon einiges erreicht. Gut, hier ist meine Übersicht von den Klimageräten. Aber ich will die jetzt gar nicht so weit ausführen. Das können Sie dann ja, wenn es euch interessiert, auch nochmal reingucken in den Vortrag. Und so können wir das dann eben darstellen. Die NPIs in Energy Performance Indikatoren, dass man es dann eben pro Student oder pro Quadratmeter darstellt. Oder dann zum Beispiel auch pro Mitarbeiter. Meistens ist es vielleicht pro Quadratmeter auch sinnvoll. Gut, das soweit zum digitalen Energiemanagementsystem. Ganz schnell, weil wir wollen ja auch noch ein bisschen diskutieren dann. Und dann eben nochmal zur sozialen Nachhaltigkeit, zu der Dimension. Also wir haben auch so oder Wirkungsindikatoren entwickelt, damit auch sich jeder selber prüfen kann, aber auch die Organisation, wo sie gerade steht im Hinblick auf nachhaltiges Handeln. Und das kann man eben auch wirklich messen, ne? Wenn man ja immer sagt, ja, Verhalten kann man schlecht messen, das geht schon. Und hier geht es halt in 5 Stufen. Einmal von der Mangel an Verhaltenskontrolle, geringste Selbstbestimmung. Also wenn nur von außen vorgegeben wird, dann hat man wenig Anreize. Dann die extrinsische Motivation zum Beispiel. Weil man andere nicht enttäuschen will, macht man eben was im Bereich Umweltschutz. Dann geht es weiter, ne, über Schuldgefühle, Stufe 3. Und Stufe 4 aber schon mit dem Ziel identifizieren. Und am 5. zum höchsten Ziel, dass man wirklich zur intrinsischen Motivation kommt. Und um wirklich zur Stufe 5 zu kommen, nutze ich dann wirklich auch die Coaching-Techniken, um die Menschen da wirklich so weit, ich sage jetzt mal, zu resetten und neu zu programmieren, weil wir werden den ganzen Tag manipuliert, wir manipulieren uns auch selbst. Wir können uns sehr wohl auch in positiven Sinne manipulieren, um wirklich auch was zum Gemeinwohl und ja, zum Erhalt unserer Lebensgrundlagen beizutragen. Gut, hier ist es nochmal so ein bisschen aufgedröselt. Das kann ich aber gern später in dem Austausch sagen, aber einfach vielleicht nur die ganzen Erkrankungen, auch auf der psychischen Ebene, die nehmen ja immer mehr zu, ne? Weil wir uns ja zunehmend überfordert fühlen. Auch eine Krise jagt die nächste und wir den Fokus dann halt immer nur noch auf die Krisen legen und gar nicht auf die Dinge, die alle gut funktionieren. Da helfen wirklich auch die mentalen Methoden über die Führungen, aber auch über die Anwendung dessen, um halt wirklich ein positives Mindset zu bekommen und dann den Weg weitergehen. Stellt euch so vor, wir haben gerade einen Orkan
Und durch das Hm. Mentale ist man quasi wie die Auge im Sturm des, wie das Auge im Sturm des Orkans, sodass ihr quasi in der Mitte steht und euch, wenn ihr in Ruhe und in Frieden mit euch selber seid und aus euch selbst schöpft, dann könnt ihr die ganzen Krisen und ich sage jetzt mal teilweise auch das Chaos viel leichter stemmen und damit umgehen und es trotzdem positiv gestalten. Gut, jetzt zur Nachhaltigkeits-Impact-Messung, weil da bin ich echt stolz drauf, weil das haben wir an der Hochschule entwickelt, wie wir sozusagen die Nachhaltigkeit am Ende in Prozent oder in der Zahl messen können. Idee ist quasi die Nachhaltigkeitsrendite oder den Nachhaltigkeitskompass zum Beispiel neben die Umsatzrendite zu stellen. Ja, und dann, wenn das in einer Zahl abgebildet wird, können das die Entscheider nicht mehr länger einfach nur ignorieren oder übergehen, sondern haben das dann auch mehr im Blick und es kommt dann zunehmend ins Bewusstsein. Die Nachhaltigkeits-Impact-Messung erfolgt bei uns auf Basis des Modells der starken Nachhaltigkeit. Das heißt, die Ökologie, also die ökologische Dimension, die wird mit mindestens 50% gewichtet und berücksichtigt. Und darauf aufbauen die anderen Indikatoren oder Dimensionen, also Soziales, Ökonomie und Technik. Und in den Kasteln seht ihr eben teilweise, welche Indikatoren wir halt verwenden. Und die kann man natürlich auch immer ein bisschen anpassen. Das wäre vielleicht ein cooles Projekt, was wir mit der Gemeinwohlökonomie zusammen machen können, wo wir sagen, okay, wir packen mal die Indikatoren rein, die wir aus der Gemeinwohlbilanz zum Beispiel anwenden, weil wir haben unser Nachhaltigkeitsmanagementsystem und die Impact-Messung auch mal verglichen und haben eben festgestellt, bei der Gemeinwohlbilanz kann man eben auch die ökologischen Indikatoren noch mal ein bisschen mehr mit reinbringen, zum Beispiel das Thema LCA, während Soziales schon sehr gut abgebildet ist. Und wie man das zusammenbringt und das dann am Ende in einer Zahl dann darstellt, zur ja, Vereinfachung ist ganz hilfreich. Gut, wie sieht sowas dann aus, wenn wir das ermitteln, die Daten? Also wir wollen wissen, ist zum Beispiel das E-Lade-Säule, ist die nachhaltiger wie eine PV-Anlage, die man errichtet? Und dann kann man das eben mit den Fragen für die ökologische, soziale, technische und ökonomische Dimension beantworten. Und am Ende spuckt es dann das Ergebnis aus und man sieht, wie viele Punkte bzw. Prozent das man dann erreicht hat. Und ja, also alles, was im grünen Bereich liegt, ist quasi eine positive Nachhaltigkeitsentwicklung, ne? Wir orientieren uns da an der Ampel. Neutral ist eher orange und negativ geht dann eher in den rötlichen Bereich rein. Und hier ein Beispiel, die Errichtung von E-Ladesäulen, die erreicht eine Nachhaltigkeit von 9%. Also es ist zwar noch nachhaltig insgesamt, aber nicht Prio 1. Also es gibt wesentlich mehr Maßnahmen, die viel nachhaltiger sind als jetzt E-Ladesäulen, auch wenn jetzt gerade die E-Mobilität so forciert wird. Gut, dann haben wir welches war das jetzt eben noch? Eine App zum Beispiel geprüft, ob die nachhaltig ist. Fahrgemeinschafts-App wollen wir eben noch einführen, um eben bei uns quasi die CO2-Emissionen durch den Pendelverkehr zu reduzieren und haben das eben auch bewertet. Was wir eben auch nochmal ermittelt haben, hier wollte ich es nochmal darstellen, weil das habt ihr vielleicht auch aus der Presse gehört. Das Ministerium hat auch den Hochschulen die Vorgabe gemacht, eben Wärme und Strom einzusparen. Und wir haben dann eben wirklich die ganzen Randzeiten, also sprich, wenn wenig Vorlesungen sind, Wochenende, Ferien, vorlesungsfreie Zeit, massiv Absenkung betrieben, also sprich die Heizanlagen möglichst runtergefahren und nur noch Frostschutz oder eben abgeschalten. Und man sieht, im September wurde in der Vergangenheit einfach durchgeheizt, ne, weil sie kein Bewusstsein dafür hatten, haben wir zum Beispiel 50% vom Wärmebedarf eingespart. Das war schon krass in dem einen Jahr. Und das nochmal witterungsbereinigt. Insgesamt haben wir 18% dadurch zum Beispiel eingespart.
Also 1 Grad weniger Raumtemperatur hat eine ganze Menge bei uns gebracht am Campus. Gut. Dann am Ende kommt ja das Thema ACT mit den Handlungsempfehlungen. Und hier sind ein paar Maßnahmen, die wir noch empfohlen haben. Und eins ist zum Beispiel, dass wir die Fahrgemeinschafts-App einrichten wollen und eben umstellen auf Recyclingpapier. Auch das ist leider immer noch nicht erfolgt. Und dann optimierte Raum- und Energiebedarfsplanung eben wirklich nochmal gebäudeweise und raumweise, auch hier unter Einbindung der Digitalisierung. Und dann aber auch noch von KIs. Das ist jetzt zum Beispiel die App noch, die wäre vielleicht auch für das eine oder andere Unternehmen interessant. Und hier sind wir dabei, dass wir auch nochmal einen Forschungsantrag entwickeln wollen. Da, wenn auch Lust hat, von euch jemand mitzumachen, könnt ihr euch gern mit einbringen. Wie läuft so ein Forschungsantrag ab? Also die Hauptarbeit beim Schreiben übernimmt eigentlich die Hochschule. Und von den Unternehmen, also das mache ich mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und die Firmen, die helfen eigentlich im Wesentlichen nur bei der Kalkulation mit dazu, also was Personalstunden und so weiter angeht, aber natürlich auch eigene Ideen, die dann mit verwirklicht werden. Was ist der Charme an gemeinsamen Projekten im Bereich Forschung und Entwicklung mit Hochschulen oder Unis? Und zwar, Hochschulen werden ja zu 100% gefördert. Das heißt, alle Personalkosten, aber auch Sachmittel und Reisekosten können wir zu 100% abrechnen. Die und Mitarbeiter, die wir aber ja in den Projekten einstellen, die arbeiten ja auch zu 100% den Unternehmen zu. Während die beteiligten Unternehmen in Forschungsprojekten meistens nur zu 50, je nach Firmengröße oder bei kleinen Unternehmen bis maximal 70% gefördert werden. Also von daher macht es dann immer Sinn, das Personal möglichst formal bei der Hochschule anzusiedeln und die Abarbeitung dann teilweise in den Unternehmen oder wo es eben der Handlungsort ist, wo es ansteht. Gut, dann Biodiversität, noch weitere Handlungsfelder. Ich glaube, das ist dem einen oder anderen bekannt, dass man halt Grünflächen, Gründächer, anderes Mähverhalten, Blühwiesen, ne? Einfach wieder mehr Wildnis zulassen, spart Geld, ne? Und sieht auch schön aus. Aber das ist wieder so ein Mindset, ne? Gerade wir Deutschen, wir sind es ja so gewohnt, ach, es muss ja alles ordentlich sein, ne? Der englische Zierrasen und wie, wenn nicht gemäht ist, dann ist es ja unordentlich. Und das ist so ein Ding, das kann man ganz gut über so mentale Methoden lösen, dass man sagt, okay, das ist ganz und gar nicht unordentlich, sondern die Natur ist eigentlich sehr kreativ. Und es ist einfach Vielfalt und kein Chaos, ne? Und soweit erstmal. Jetzt würde ich am Schluss gern noch das Projekt Alfina vorstellen, weil ich hatte ja von Zertifikatehandel am Anfang gesprochen. Und das bauen wir gerade in dem Projekt Alfina auf. Das heißt alternative Finanzierungs- und Betreibungsmodelle für nachhaltige, klimaneutrale Hochschulen. Und das wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Da bin ich echt stolz drauf, über FONA, Forschung und Nachhaltigkeit. Und da arbeiten wir mit 2 anderen Hochschulen zusammen. Also die Hochschule Landshut hat den Lead, also koordiniert das Gesamtprojekt. Und Würzburg-Schweinfurt ist mit dabei und Amberg-Weiden. Und worum geht's? Warum haben wir uns hier Hochschulgebäude geschnappt? Weil das eben in dem Programm so nachgefragt war. Aber das eigentlich können wir das Projekt auch auf andere Gebäude übertragen, beziehungsweise eigentlich auf jedes Gebäude. Es geht darum, dass wir nicht nur über Fördermittel sprechen, sondern gucken, wie können wir die ganzen Gelder, die benötigt werden für den Umbau der öffentlichen Gebäude. Also da ist ja ein Sanierungsstau, ich sage jetzt mal vom dreistelligen Milliardenbereich deutschlandweit. Wie kriegt man das geschultert? Und hier ist eben die Idee, dass man das über alternative Modelle macht, sei es über Sponsoring, über PPP, in Kombination mit Zertifikatehandel und auch über Patenschaften, aber gleichzeitig das Vergaberecht zu berücksichtigen. Als öffentliche Hand haben wir ja ganz andere Spielregeln oder viel strengere als sozusagen. Wobei strengere ist der falsche Begriff. Ich sage jetzt mal, im Hinblick auf die Entscheidungsmöglichkeiten weniger Freiräume wie die Privatwirtschaft. Also wir müssen ab einer gewissen Größenordnung immer mindestens 3 Angebote einholen und können dann selten freihändig vergeben.
Und EU-Vergaberecht und VB, VL, alles müssen wir berücksichtigen. Und das wollen wir mit den Finanzierungs- und Betreibermodellen kombinieren und die Rechtsvorschriften einhalten. Und jetzt unser Schwerpunkt in dem Projekt ist halt eben die Entwicklung von CO2-Zertifikate und Nachhaltigkeitszertifikaten. Und das geht eben über einen CO2-Einsparnachweis mittels LCA und GAP-Analyse. Und bei den Nachhaltigkeitskompass betrachten wir LCA, Social LCA, aber auch Gemeinwohlbilanzierungsmodell, um ein Gesamtnachhaltigkeitszertifikat dann eben zu entwickeln, das wir dann für den Handel einsetzen können und dann aber auch an realen Projekten und Maßnahmen testen. Und wie kommen denn da die Unternehmen ins Spiel? Und zwar, es ist so gedacht, ich nenne es jetzt einfach mal am Beispiel von dem Fahrrad. Also ein Mittelständler sponsert der Hochschule ein Fahrrad. Der macht sein Firmenlogo drauf, etc. Also macht gleich Werbung für sein Unternehmen. Und das, was das Fahrrad an Kilometern spart, an fossilen Kilometern und damit CO2-Emissionen, das messen wir wieder digital über Sensoren und Zähler. Und speisen das dann unser digitales Energiemanagementsystem ein. Und die Firma wiederum kriegt das aber in ihrer Energie- und CO2-Bilanz gut geschrieben. Also wir machen keine Doppelzählung. Warum? Weil wir als öffentliche Hand ja nicht die Vorgaben haben, jetzt wie die Privatwirtschaft in der Form. Und wir bei Scope 1, 2 schon sehr stark in Richtung Klimaneutralität unterwegs sind. Während Scope 3 ja die indirekten Emissionen sind, wo wir nur indirekt Einfluss haben. Also wir können ja niemanden zwingen, dass er mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Hochschule kommt. Geht auch teilweise gar nicht. Aber man kann trotzdem jede Menge tun. Und wenn die Firmen uns teilweise über Zertifikatehandel unterstützen oder teilweise auch Sponsoring oder gemeinsame Projekte, kriegen wir so auch die Nachhaltigkeit Transformation hin und beide Seiten haben was davon. Und warum ist das für die Unternehmen spannend? Weil viele von euch, die haben eh schon sehr viel getan in dem Bereich. Und ich erkläre das mal wie so eine Exponentialfunktion, ne? Die ersten 80%, die erreicht man mit überschaubaren Euros. Aber wirklich, um 100% klimaneutral zu werden, muss man am Ende dann wirklich sehr viel Geld aufwenden. Und die Euros kann man zum Beispiel bei den Hochschulen, bei der Bildung in Deutschland sehr sinnvoll einsetzen und hat hier gleich mehrere Dinge gleichzeitig unterstützt. Also Soziales, Ökologie und Ökonomie, was für die Firmen am Ende des Tages auch deutlich wirtschaftlicher ist, als sozusagen zu versuchen, die letzten Prozentpunkte im Unternehmen noch rauszuholen, weil das am Ende halt dann irgendwann nur noch mit massiven, hochinvestiven Maßnahmen geht. Gut. Jetzt, wer Lust hat mitzumachen bei dem Zertifikatehandel oder auch bei weiteren Projekten, ihr könnt euch gern bei mir per E-Mail melden. Jetzt für das Projekt Alfina kann ich aber wahrscheinlich nur 3 bis 5 Unternehmen noch annehmen. Also sprich, wenn ihr Lust habt, dann bitte nicht ewig warten, weil wir auch Workshops dazu anbieten und daran jetzt auch die Firmen akquirieren bzw. einladen. Und wenn dann sozusagen die Plätze vergeben sind, dann geht es nicht mehr. Also, wen es interessiert und mehr Infos will, gerne per E-Mail an mich. Und auch wie so eine Kooperation dann aussehen kann, können wir dann gern besprechen.